einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im War Thunder und spielen den Jagdpanzer 4. Aber mal gucken, was das hier so wird. Muss man ja aufpassen mit dem neuen Jagdpanzer 4.5 von den Deutschen, dass man das nicht verwechselt. Das wäre fatal, weil er sieht ähnlich aus, muss man auch sagen. Aber das kleine Ding, was da vorne rauskommt, ist etwas anders. Und mit etwas anders meine ich total verschieden. So, haben sie die Karte hier umgebaut, sehe ich gerade. Oh, interessant. Man kommt da jetzt nicht mehr auf diese Sniper-Höhle hoch, wo ich eigentlich gerade hinfahren wollte. Ja, interessant. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich habe mir bei dem neuesten Patch die Notes für die einzelnen, Maps nicht angeguckt. Deshalb, ja, mal hier. Schön. Oh, hier, Tunnel. Wahnsinn. Ja, schick, schick. So darf das mal sein. Oh, das sieht aber echt schick aus. Ja. Panther. Du bist halt einfach ein bisschen schneller als ich, ne? Oh, hier fahren wir mal hoch, das ist gut. Wir ballern sie gegenseitig ab, die Freunde. Die haben richtig Spaß in den Backen. Ich weiß nicht, wo wir hinkommen. Keine Ahnung. Da steht einer. Der steht natürlich sehr gut. Der macht gar nichts. Oh. Oh, interessant. Ja gut, wir bleiben hinter dem Panther. Der ist ein bisschen schneller als ich. Ich habe jetzt mal Spaß den nächsten Panther mal getestet. Den Panther A. Also, der ist ein bisschen spritziger, muss ich sagen. Im Vorwärtsgang, im Rückwärtsgang. Ich weiß nicht, also vielleicht könnte man jetzt sagen, deutsche Panther kennen gar keinen Rückwärtsgang. Ja, aber sollten sie trotzdem haben, ne? Ist manchmal nicht ganz verkehrt, wie ich finde. Ja, mal gucken, ob das jetzt ein Fehler wird, wenn wir hier hochfahren. Wir werden es sehen. Jetzt war wieder die Seite da. Ich weiß auch nicht so ganz. Können wir hier flankieren? Da vorne kommt... Hier ist eins. So. Oh, jetzt aber schnell weg hier. Wunderschönen Treffer auf den Tiger. Vielleicht können wir da sogar noch was machen, ja? Wunderbar, Abschlusshilfe. Da haben wir den, oh, das war ein Black Prince, glaube ich, oder? Nee, da. Und ist ein Black Prince, jo. Vielleicht kriegen wir Black Prince nochmal rein. Da, oh jo, da ist er. Ah, kriegen wir nicht rein. Bisschen anders hingestellt, da hat uns zumindest der... Also mal raus. Mist, da hat uns der gegnerische Jagdpanzer natürlich ordentlicher mitgegeben. Und von rechts kam ein Panzer 4G. Ja, Chapeau, Chapeau. Gucken wir uns den Killcam noch an. Da machen wir natürlich gar nichts. Aber, bis aber, den hat's erwischt. So ist das. Okay, so, nehmen wir den Panzer. Das fing doch bis dato ganz gut an, muss ich sagen. Wir fahren den gleichen Weg wieder. Weil das Fact Action, wie wir sehen. Und B, ja, A sieht ganz... Wenn man A hier holt, das ist immer ganz gut, finde ich, auf der Map. Ja, bei den anderen muss man mal gucken. Ja, unser Teammate hier. Unser Squad-Member ist auch mit drauf gegangen. Oh, das ist halt mal so. So. Greift an! Ja, nicht schlecht, wir kommen! So, mal gucken. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass ich mit dem Panzer 4 dann noch ein, zwei gute Treffer gelandet habe. Weil, ja, puh, es ist echt eine schwere Geburt, wenn man dann immer einen hat, der so ein bisschen hinterherhinkt von der Reihe. Dann ist halt nicht ganz leicht, ne? Das wird vielleicht jetzt erstmal eine Zeit lang nicht wieder so krass sein, weil zum Beispiel beim Panther die Kanone, da ändert sich erstmal nicht so ganz viel. Munitionsmäßig ändert sich da was, das ist wohl warm, aber ja, mal gucken. Also das ist auf jeden Fall ein Part, wo man sagen kann, da bleibt das erstmal ein bisschen konstanter, das Ganze. So, das hat man ja auch gesehen beim Panzer 4, der fängt es an, sehr stark. Also die allererste Form vom Panzer 4 geht so, weil das diese kleine Stummelkanone ist. Aber weil es schon ein größeres Kaliber ist, ist das gar nicht schlecht. Und so, der Kollege, wo geht der hin? Da ist doch einer, rechts. Rechts neben dir ist einer, Kollege. Jumbo! Ein fetter Gepanzerter. Das ist gefährlich, was wir jetzt hier machen. Da ist ein Jagdpanzer. Oh, nein, er zerstört. Aber mal einen Snapshot rausgeballert. Ist aber ganz schnell hier weg. Da haben wir den direkt einen mitbekommen. Wenn wir Glück haben, rollen wir ihn noch runter. Sehr schön. Sehr schön. Aber wir haben zwar einen kassiert dabei, aber was? Ich weiß nicht.
Was war das denn? Hier wird Kanone hier runter, das ist natürlich nicht so gut. Na bah, kritischer Treffer, Panzer 3M. Du machst natürlich da gar nichts erstmal. Ah, schade, dass die Nachladegeschwindigkeit ein bisschen eingeschränkt ist. Scheiße, jetzt sind wir dran. Deutsche Panzerrückwärtsgang. Der existiert einfach nicht. Da hat er. Mal geschossen. Den Motor kaputt geschossen. Sehr schön. Abschusshilfe nehmen wir mit. Der Boom fährt echt langsam. Fuck. Na komm schon. Wunderbar, Abschusshilfe nehmen wir mit. Eieieiei. Freundchen. Wunderbar, den nehmen wir auch mit. Boah, der Panzer 4 hier, der Panther aber ganz schön damit bekommen. Jetzt kommt da oben noch die scheiß Luftunterstützung. Aber das wird ein gutes Match. Wir haben einfach überrannt. Tori! Da haben sie aber Gas gemacht gerade. Nicht schlecht, nicht schlecht. Boah, also das war wirklich ein Power-Match. Aber ja, kam ja nicht mal unser Tiger zum Einsatz. Das ist ja irre. Ja, Platz 11 nur, ja. Wir hatten ja nie mal eine Chance. Ah, gucken wir mal. Was dazu fluppt. Ja, sehr schön. Wir haben das Löschzeug vom Panther erforscht. So, das ist sehr schön. Das freut mich persönlich sehr, sehr. Jagdpanzer 4, der Motor, ja, der kommt erstmal ins Stocken. Hahaha, ja. Gucken wir mal. Aktivität 88%. Das war sehr wenig, weil. Warum? War ich schnell dahin gefahren. Ja, generell ein bisschen passiv gewesen, aber das war natürlich sehr beeindruckend. Okay, gehen wir kurz durch. Wir haben kein Flugzeug zerstört, wir haben eine Bodeneinheit zerstört. Das war ein wunderschöner Snapshot mit dem Panther. Verzeihung. 5 Abschusshilfen, einen kritischen Treffer und 8 Treffer insgesamt. Sehr, sehr schön. Ja, das war wirklich wow. Also, Chapeau ans Team. Guck mal, wie die da durchgemoscht sind. Nicht schlecht, aber ihr seht, keiner über 2000 Punkte. Das war einfach, weil es viel zu schnell war. Man konnte gar nicht machen. Das war so kurz. Ah, nicht schlecht. Guck mal, gibt auch nur 1060 Erfahrungspunkte auf das neue Fahrzeug. Der Jagdpanzer, so mit der großen Kanone, wo man merkt, ja, knapp 10.000 Erfahrung noch. Das ist natürlich cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, so, dann gucken wir mal, was wir hier beim Panther jetzt machen. Gehen wir aufs Löschzeug, das ist sehr schön. Und nochmal einschießen. Ja, einschießen, nicht vielleicht ein bisschen Sperrfeuer haben, oder? Also hier unten das Artillerie, da freue ich mich persönlich drauf. Gehen wir darauf. So, haben wir auch wieder ein bisschen dazu erforscht. Sehr schön. Ja. Schnelle Runde. Upsala, falsches Land. ja, da ist das schöne Gerät, ne? Dann gucken wir mal, was das so wird. So. Ja, würde ich sagen, lassen wir da drauf einfach mal so stehen hier. Achso, eine Sache. Ah, ne, das ist egal. Das machen wir nächstes Mal. Okay, ja gut. Schnelle Runde. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Also mir, ja, ich finde schnelle Runde auch gut. Lieber schnell gewinnen als, ja, meistens, ich sag mal, lieber schnell verlieren. Wenn man dann nachher lange Matches hat und die nachher gewinnt, gibt es mehr Punkte in der Regel. Aber naja, so nehme ich das natürlich auch dankend an und sage erstmal vielen Dank fürs Zusehen und gerne bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt War Thunder. Dankeschön.